Moin Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch mal meine kleinen Babyhasen. Die sind schon so groß geworden. Schaut mal. Aber, also ich habe ja zwei schwarze, will ich euch mal sagen. Ich hole jetzt mal den Rudi. Hier, Entschuldigung, Rudi. Das hier ist der Rudi. Der ist schon sehr dick, würde ich sagen, oder? Ja. Jetzt fragt ihr euch gerade bestimmt, wo ist die Hasenmutter? Zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Hier ist die Hasenmutter, die ist gerade im Freigehege. Hier. So, da hinten hoppelt sie gerade weg. Sieht man nicht mehr. Hier, jetzt hat hier, da hinten ist sie. Das ist das Freigehege. Wir werden es auch noch bald vergrößern, aber jetzt geht es gleich erstmal wieder über zu den kleinen Hasen. Die sind echt schon groß geworden. Die haben schon alle Fell und alles. Und jetzt zeige ich euch gleich mal immer, wie ich die Sachen immer bei den Hasen rein tue, so verschieden. Also erstens ist hier ja mal das Heu, also ganz normal, wenn man sich mal ausmistet. Heu sollte man immer dabei haben, weil die sollen ja nicht auf dem Boden schlafen. Wäre ja nicht sehr gemütlich. Und dann zeige ich euch gleich noch hier Brot, gebe ich ihnen. Also ich gebe ihnen immer mal so ein... Am Tag vielleicht so ein Viertel von diesem Brot, so viel ungefähr. Dann gebe ich ihnen am Tag noch Löwenzahn. Hier, Löwenzahn. Der Löwenzahn hier ist ein bisschen gemischt alles. Unten drunter, ja, alles Löwenzahn hier. Dann gebe ich ihnen noch, mach mal hier so welche, ich weiß gerade nicht, wie diese Dinger hier heißen. Und Möhren natürlich auch. Dann hier ist hier noch so ein Eimer mit dickem Gras. Das lieben die meine Hasen echt. Und hier dann nochmal mit Schlingen und Ding, wie heißt es nochmal? Ich weiß nicht mal, wie der Name heißt. Ding, Klee, mit Klee, ja. Gerade eingefallen, mit Klee und Schlingen. Und sonst gebe ich denen manchmal noch Haferflocken und sowas. Aber jetzt gerade nicht. Weil die hat schon einmal bekommen und es waren nicht gerade wenig. Ja, und dann gehen wir mal wieder kurz zu den Kleinen. Gut, den Kleinen geht es noch allen ganz gut. Der eine da hinten, der wackelt ganz schön, der zappelt ganz schön rum. Hier ist auch noch eins, aber was ich euch noch nicht gezeigt habe, auf meiner Wiese, wo ich immer das Gras normalerweise hole. Hier, das hier ist so normalerweise die Wiese. Hier ist dann noch ein bisschen Heu. Hier haben wir hier gelagert, das trocknen kann, dass wir es geben können. Hier abgemäht alles. Ja, natürlich. Hier hole ich meistens sonst immer was. Was ich auch noch gar nicht gesagt habe, gebt euren Hasen immer ganz viel von Rucola. Weil das ist einfach gut für die Hasen und deswegen würde ich es auch machen. Hier zum Beispiel, hier ist Rucola. Das immer ganz viel geben, den könnt ihr auch essen, wenn ihr wollt, wenn ihr es noch nicht gewusst habt. Hier, das fällt mir Name gerade nicht ein, könnt ihr ihn auch geben, aber es mögen sie nicht so auch wie Rucola und so Löwenzahn. Dann haben wir hier noch ein Kräuter, das könnt ihr denen auch geben, aber das fressen die auch nicht so gern wie andere Sachen, aber das hier mögen sie eigentlich auch sehr. Und natürlich gehen wir dann nochmal weiter zu Schnittlauch. Hier, den fressen sie, habe ich noch nie probiert eigentlich, aber ich glaube, die mögen den nicht ganz so arg, aber den kann man ihnen auch geben, auf jeden Fall, wenn man nichts anderes hat. Dann haben wir hier noch Schokominze, den kann man ihnen auch geben, aber das mögen sie auch nicht so arg. Sonst mögen sie eigentlich Rucola, Löwenzahn, Gras am meisten und am liebsten. Haferflocken isst mein Hase auch immer. Habe ich den in meine Schüssel reingestellt und der hat einfach draus getrunken und die Haferflocken gegessen. Da war noch Milch mit drin. Aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu viel Milch war. Bei ihm geht's noch gut. Und sonst eigentlich nichts. Hier zeige ich, hier laufe ich immer rum beim Rasen. Hier laufe ich immer rum, stehen gerade Stühle und Tisch. Und hier sind halt meine zwei Hasenställe. Und natürlich, wir brauchen noch 12 Hasenställe. Sonst wollte ich euch eigentlich sonst nichts mehr zeigen. Doch, ein was kann ich euch noch mal zeigen. Hier ist noch mein Hund, die Larry. Auch mal wieder am Start. Ja, ist ein ganz lieber Hund. Die beißt nie. Aber sie ist auch schon 12
Und sonst würde ich dann auch sagen, dass es das mit diesem Video war. Und tschüss.